Hey, komm schon. Ah, die Polizei. Nicht die Randalierer. Die Randalierer. Ach so, ich bin nur ganz... Verständlich. Kriminalkommissar Christian Thaler. Sie sind schon Kommissar. Vergesst immer zu erwähnen, Fehler meinerseits. Ich hätte noch ein paar Fragen an Sie. Vielleicht können Sie mir noch weiterhelfen. Ich? Du, noch eine Frage bevor wir reingehen. Wie bist du eigentlich zu der Stelle gekommen? Ja, durch meinen Vater. Roland Thaler. Roland? Der Polizeichef? Hm. Alles klar. Ey, ich schäme mich ja nicht, das zuzugeben. Natürlich. Die Stelle hat man verschafft, aber meine Fälle löse ich schon selber, ja? Ich habe hart dafür gearbeitet. Psychologiestudium mit Auszeichnung abgeschlossen. Um das geht's gar nicht. Mir kann es total egal sein, wie du was erreicht hast. Aber ich bin dazu da, um was zu lernen. Und da kannst du mich nicht einfach allein stehen lassen und die Jakobsalarm befragen. So, das geht's. Entschuldigung, ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Bin es einfach nicht gewohnt, einen Partner zu haben. Davon habe ich nichts. Abend. Herr Kommissar. Gibt's was Neues? Tut mir leid, Sie so spät noch stören zu müssen, aber ich hätte doch noch ein paar Fragen an Sie. Ich war eh noch auf. Der arme Franz. Ach so, ja, genau. Was ich nicht verstehe, ist, warum er Ihnen so leid getan hat. Wo er Sie doch aus dem Haus schmeißen wollte. Wo er was? Sie auf die Straße setzen wollte. Wie kommen Sie denn da drauf? Na, das Haus gehört doch dem Herrn Lendinger, oder? Ja, ich hab's ihm vor ein paar Jahren verkauft, wohnten bis jetzt zur Mitte darin und jetzt hat er Ihnen doch gekündigt, oder? Mir? Franz? Ja, wollte Sie rausschmeißen, um das General zu sanieren. Also bitte, ich verstehe überhaupt nicht, wovon Sagen Sie reden. Sie haben davon nichts gewusst, Frau Jakobs, bitte. Der Franzl wollte mich rausschmeißen? Frau Jakobs? Wirklich? Ich hab nichts gewusst. Herz auf, hab ich gesagt! Ich hab schon ins Hirn geschissen. Hast du jetzt anhetzt, ja? Ich soll mich zusammenreißen. Mama, wenn du unbedingt... Gibt's keine über 40er Bars in der Nähe. Bert. Das ist doch das Tiefste. Die haben ihn herumgeblödelt, das war ja nur Spaß. Den findest du in deiner eigenen Altersklasse. Jetzt hörst du aber auf, ja? Ist ja nichts passiert. Jesus Maria, bist du brüde! Der Clemens, der hat halt schlechte Erfahrungen mit... Bernd! Welche Erfahrungen? Heute mal. Ist der schon die ganze Party versaut? Ich hab ja nur herumblödelt. Von dem rede ich doch gar nicht. Red von der Katja und Dana. Was ist mit denen? Wegen dir sind sie nicht gekommen. Jedes Mal, wenn ich irgendwas mit Mädels organisiere und du bist dabei, dann kann ich irgendwelche blöden Ausreden. Entweder sie haben keine Zeit oder sie müssen früher gehen oder sonst irgendwas. Bist du nie auf den Trichter gekommen? Du nicht warst, dann hätte ich mindestens schon mit dreimal so viel Frauen geschlafen. Und wenn du nicht wärst, dann... Jetzt hört's aber auf, ja? Hätte es irgendeiner noch warnt da? Keiner warnt da. Genau.